Blutzuckerspiegel regulieren, Hausmittel mit nur zwei Zutaten. Diabetes Typ 2 ist eine Stoffwechselkrankheit, bei der die Betroffenen an einem erhöhten Blutzuckerspiegel leiden, da der Körper nicht ausreichend Insulin produziert oder nicht korrekt auf dieses reagiert. Schlechte Ernährungsgewohnheiten und ein sesshafter Lebensstil zählen zu den Hauptursachen dieser immer häufiger auftretenden Krankheit. Aus verschiedenen Studien geht hervor, dass bis 2013 weltweit 382 Millionen Diabetespatienten diagnostiziert wurden, die Zahl ist steigend. Dieses Gesundheitsproblem kann kontrolliert werden, wenn der Patient gewillt ist, die Ernährung zu pflegen und auf Zucker zu verzichten. Die Betroffenen müssen die Ernährung ständig kontrollieren, um die Blutzuckerwerte konstant zu halten. Die ärztliche Behandlung und Kontrolle ist auf jeden Fall erforderlich. Zusätzlich können verschiedene Naturheilmittel helfen, die Zuckerwerte zu reduzieren. Blutzuckerspiegel regulieren, Hausmittel mit nur zwei Zutaten. Für dieses Hausmittel gegen Diabetes werden nur zwei preiswerte Zutaten benötigt, Zimt und Gewürznelken. Beide haben in verschiedensten Studien ihre Wirksamkeit bewiesen. Zimt reguliert den Blutzuckerspiegel. In einer neueren Studie stellte sich heraus, dass Zimt wertvolle Eigenschaften aufweist, die bei Diabetes Typ 2 helfen können. Jene Diabetespatienten, die über einen längeren Zeitraum Zimt einnahmen, konnten den Blutzucker und den Cholesterinspiegel reduzieren. Zimt verbessert nicht nur die Fähigkeit, die Zuckerwerte zu regulieren, sondern auch die Wirksamkeit von Insulin. Der häufige Konsum von Zimt hilft bei der Aktivierung von Enzymen, die für den Organismus ausschlaggebend sind, da sie Zellrezeptoren stimulieren, die so Insulin wirksamer aufnehmen. Gewürznelke zur Regulierung des Blutzuckerspiegels. Dieses Gewürz ist weltweit sehr beliebt, da es verschiedensten Speisen ein außergewöhnliches Aroma verleiht. Die Gewürznelke kann jedoch nicht nur in der Küche verwendet werden, sie zeichnet sich auch durch zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften aus und kann beispielsweise die Blutzuckerwerte verbessern. Nelken wirken stark antioxidativ. Sie enthalten 80 mg Vitamin C pro 100 g sowie Carotin, Vitamin E und viele essentielle Mineralstoffe, Ballaststoffe und Phytosterine. Wie kann der Blutzuckerspiegel mit Zimt und Gewürznelken reguliert werden? Jetzt weißt du über die Vorzüge dieser köstlichen Gewürze Bescheid und kannst mit der Zubereitung des Hausmittels gegen Diabetes Typ 2 beginnen. Zutaten: 4 Zimtstangen, Ceylon-Zimt, 60 g Gewürznelken, 1 Liter Wasser. Zubereitung: Alle Zutaten in eine Glasflasche geben und 4-5 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Danach sieben und jeden Tag 1-2 Tasse dieses Getränks trinken. Anzeigen. Nicht jeder kann von den Vorteilen dieser Gewürze profitieren, denn in manchen Fällen kann es auch zu Nebenwirkungen kommen. Wenn du an Diabetes leidest und dieses Hausmittel einnehmen möchtest, solltest du folgende Punkte beachten. Zimt kann Leberbeschwerden verschlimmern.
Dieses Hausmittel kann die Zuckerwerte deutlich senken, deshalb sollte es mit Vorsicht genossen werden, wenn Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, die dasselbe Ziel bezwecken. Es ist wichtig, Qualitätszimt zu verwenden, denn der billige Cassia-Zimt enthält größere Mengen an Kumarin, das und andere. Die Blutgerinnungsfähigkeit reduzieren kann. Am besten wird Ceylon-Zimt in Bioqualität aus zuverlässiger Quelle verwendet. Du solltest vor der Einnahme dieses oder anderer Hausmittel auf jeden Fall Rücksprache mit deinem Arzt halten.